Hallöchen, ich bin Gango Gaming von den Night Shift Boys und willkommen zu Black Mirror. Das ist ein Action-Horror-Adventure, soweit ich weiß. Und ich gehe komplett blind an die Geschichte ran. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe noch nichts dazu gesehen, nicht mal einen Trailer. Ich habe es nur im PlayStation Store gesehen gehabt. Habe es mir vor einiger Zeit schon geholt und habe mir gedacht, weißt du was? Starten wir doch einfach ein Let's Play dazu. Und mit diesen Worten, neues Spiel, los geht's. Was für ein wilder Start. Vor irgendwas rennen wir weg. Okay, da können wir nicht hin, dann panisch weiter. Ich hab versagt, Sohn. Vergib mir. Ich werde dich nie wieder enttäuschen. Vergib mir. What are you doing? What are you doing? Gut, wir rennen einfach weiter und können uns dann gleich immer noch Gedanken darüber machen, was hier überhaupt passiert. Und was ist das? Berühren? Das fand sie wohl nicht so schön. Gut, aber mit den schmutzigen Fingern würde ich auch nicht wollen, dass er mir ins Gesicht fasst. Führe mich auf den Pfad deiner Geburte. Feigling, du hast deine Familie verraten. Leuchtion mi me hucha, gavuche ambrish gabe me rich. Du bist zu spät, du bekommst ihn nicht! Es wird funktionieren, es muss! Liebster David, dein letzter Brief hat mich mit großer Freude erfüllt. Ich vermisse dich so sehr hier in Indien. Wenn meine Berechnungen stimmen und der internationale Postverkehr gut läuft, begleitet dich dieser Brief auf dem letzten Stück deiner Reise nach Schottland. Ich wage kaum etwas zu sagen aus Angst, du hältst mich für närrisch oder gar hysterisch. Dein Vater hat ein Leben lang die Geschichte seiner verkommenen Familie erforscht. Dies und seine Besessenheit für das Okkulte haben leider seinen Verstand zerrüttet.
John liebte sein Elternhaus und seine Familie, aber ebenso hasste er sie und misstraute ihr. Mein Sohn, hüte dich vor den Gordons. Blut ist nicht immer dicker als Wasser. In Liebe, deine Mutter. Okay, das ist mal ein steiler Einstieg gewesen. Einfach spontan sich selbst anzuzünden. Ich bin gespannt, ob wir herausfinden, was die Beweggründe waren. Dann untersuchen wir mal das Kästchen. Oder was auf dem Kästchen liegt. Okay. Family of Snakes, beware key. Familie der Schlangen. Vorsicht vor dem Schlüssel. Lesen. Schlüssel hier. Okay. Kommen wir auch dahin. Vorsicht. Ja, so weit waren wir auch schon. Steuerung ist gar nicht so simpel mit einem Controller. Gedankenfetzen eines Verrückten. Ich konnte es nicht über mich bringen, das Mutter zu zeigen. Die Antwort finden, mein Junge. Sind wir vielleicht der Sohn von dem Typen, der sich angezündet hat? Da steht Bibliothek. Yep. Okay. Jetzt aber das Kästchen. Was haben wir hier? Okay. Turmstück. Ein Dachteil dran. Eine Notiz über eine Bibliothek. Ein Schlüssel. Und dazu eine Art kaputtes Spielzeug. Ob es sich überhaupt lohnt, in all dem einen Sinn zu suchen? Da wir hier am Anfang eines Videospiels sind und du das alles bekommen hast, ja. Wir sind da, Sir. Mr. Gordon, ich bin Andrew Harrison. Mr. Harrison, wie schön, Sie endlich zu treffen. Unserer Korrespondenz nach hielt ich Sie für älter. Danke, Sir. Wollen wir im Inneren fortfahren? Folgen Sie mir, es ist bereits recht dunkel. Angekommen, Milady. David, willkommen in Skahandu-Haus. Lady Margaret, sehr freundlich, mich zu so später Stunde persönlich zu empfangen. Skatandup, huh? Oder Vaters Tod? Wie ist das? Gandu-Haus oder so? Fragen. Ein wahrlich beeindruckendes Gebäude. Skahandu. Ein ungewöhnlicher Name. Was bedeutet er? Ungewöhnlich nur, wenn man es nicht für nötig hielt, Gälisch zu erlernen. Es bedeutet Black Mirror House. Seit vielen Generationen ist dieses Haus im Besitz der Familie Gordon. Eine große Verantwortung. Vielleicht die größte, die ein Mensch tragen kann. Okay. Ja, im Gälischen bin ich jetzt nicht so bewandert, also so gar nicht. Deswegen werden wir sehen, wie ich dieses Haus im Laufe dieses Let's Plays so nennen werde. Was ist mit Vaters Tod? Ich würde gerne mehr über die letzten Tage meines Vaters erfahren. Heute ist es schon zu spät für solche morbide Themen.
Wie sehr du doch John ähnlich siehst. Angus, bitte führen Sie Master David zu seinem Zimmer. Ja, Madam. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Reise. Dieser Ort ist recht abgelegen, selbst für Schottland. Sehr angenehm, danke. Ich hatte das Glück, auf dem Weg hierher in einigen faszinierenden Städten Rast zu machen. Wie lange sind Sie schon juristisch tätig? Ich habe meine Zulassung jetzt seit einigen Jahren. Ich arbeite für eine Kanzlei in Edinburgh, die seit Generationen die Anwälte der Familie Gordon stellt. Ich frage Sie nur ungern, aber es ist mein Job. Können Sie belegen, dass Sie sind, wer Sie sagen? Sind Sie David Gordon, Sohn des verstorbenen John Gordon? Aber natürlich. Hier, bitte sehr. Nimm meine Dokumente, Anwalt. Guck selbst. Oh. Hey, das ist mein Spielzeug. Was für ein seltsamer Gegenstand. Allerdings. Ich traue dem Typ nicht. Er sieht aus wie so ein Wiesel und ich traue ihm nicht. So wie der schon guckt durch seine kleine Brille, wir belügen ihn. Oh, nur ein kleines Andenken aus Indien, das Glück bringen soll. Verstehe. Es bringt Ihnen bestimmt alles Glück, das Sie verdienen. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, in der Bibliothek wartet Arbeit auf mich, die ich zu Ende bringen sollte, bevor ich guten Gewissens zu Bett gehen kann. Ich werde ein paar Tage im Haus bleiben, also werden wir uns zweifellos erneut begegnen. Keine Sorge, Mr. Gordon. Sie sind in guten Händen. Das würde jeder sagen, der nichts Gutes vorhat. Bitte folgen Sie mir, Master David. Nein. Ich möchte hier lang gehen. Okay, durch den... Ich empfehle Ihnen, auf Ihre Großmutter zu hören, Master David, und schlafen zu gehen. Nach Ihrer Reise müssen Sie erschöpft sein. Ist mir egal, was du empfiehlst. Ich habe eine Frage an Andrew. Es dauert nur einen Moment. Andrew wird morgen früh auch noch hier sein, Master David. Bitte respektieren Sie Lady Margarets Wünsche. Sie haben recht. Morgen ist auch noch ein Tag. Aber was, wenn es dringend ist? Vielleicht muss ich ja wirklich dringend sehr wichtige Sachen fragen. Ich habe den alten Burschen lange genug geärgert. Der erste Eindruck zählt. Okay. Hier entlang, Sir. Was? Hier lang? Okay, kein Ding. Nicht? Ich habe den alten Burschen lange genug geärgert. Der erste Eindruck zählt. Obwohl Ihnen mein erster Eindruck von Ihnen ziemlich egal zu sein scheint. Gut, wir beugen uns dem Willen. Ihr Großvater... Seine Lordschaft Edward Gordon. Man kann es nicht leugnen. Wir sind verwandt. Ja, beides Männer, beide dunkelhaarig, beide im Anzug, müssen verwandt sein. Jemand denkt noch an ihn. Vielleicht warst du doch nicht so grausam, wie Mutter geglaubt hat. Großvater Edward Gordon. Vater hat nie von dir geredet. Aber Mutter hat kein freundliches Wort für dich übrig. Du warst der Schlimmste von allen, sagt sie. Und Mutter hat immer recht. Sind das alles Familienmitglieder? Jawohl, Sir. Die Gordons sind eine der ältesten Familien Schottlands. Können wir das Licht hier irgendwo anmachen? Ich mag nicht im Dunkeln. Ich empfehle Ihnen, auf Ihre Großmutter zu hören, Master David, und schlafen zu gehen. Nach Ihrer Reise müssen Sie erschöpft sein. Ach, die alte ist Omi. Wenn Sie so freundlich wären, mir zu folgen, Sir. Teile irgendeiner Zeichnung.
Interessant. Ha! Das hätten wir nie gefunden, wenn wir auf dich gehört hätten. Ihr Zimmer befindet sich hier entlang. Gut, dann möchte ich durch die Tür gehen. Beeindruckend. Das ist das Herrenzimmer, Sir. Aber morgen haben Sie noch reichlich Zeit, es bei Tageslicht in Augenschein zu nehmen. Aber vielleicht ist es abends bei Kerzenschein schöner. Oh. Im makellosen Haus gibt es Makel. Ich schätze, es ist schwierig, alles trocken zu halten. Bei dem vielen Regen in der Gegend. Sehr amüsant, Master David. Wir tun unser Bestes, Sir. Wir sind alle nicht mehr die Jüngsten. Links oder rechts? Links oder rechts? Nee. Ich habe den alten Burschen lange genug geärgert. Der erste Eindruck zählt. Okay, dann gehen wir wohl doch Richtung Tür. Das macht sie manchmal, Sir. Lady Gordon erwartet Sie morgen um 8 zum Frühstück, Sir. Vielen Dank. Lady Gordon nannte Sie Angus? Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Angus. Ja, Sir. Sie hat mich so genannt. Ich bin Mr. McKinnon. Mr. McKinnon, ja. Ich rate Ihnen, das Zimmer heute Nacht nicht zu verlassen. Tickende Uhren sind nicht das Schlimmste, was einem des Nachts in diesem Haus begegnen kann, wenn man sich nicht auskennt. Schlafen Sie gut, Sir. Vielleicht ist er eher ein Morgenmensch. Wow, was für eine einladende Warnung. So, was können wir hier alles machen? Untersuchen wir alles, was ich je besessen habe, würde da 5-mal hineinpassen. Dann hast du in deinem Leben wirklich nicht viel besessen. Ich bezweifle, dass es hier jemals angenehm warm wird. Angus, Verzeihung, Mr. McKinnon hat mich ziemlich herumgeführt. Aber ich glaube, mein Zimmer müsste hier irgendwo sein. Moment mal, das sieht aus wie... Ist das nicht... Das ist ein Teil eines Modells. Und das ist dir vorher nicht aufgefallen. Okay. In so einem alten Haus bleibt über kurz oder lang keine Schublade leer. Außer offensichtlich diese hier. Was ist das? Noch mehr Teile dieser Zeichnung. Vielleicht kann ich rausfinden, was sich daraus ergibt, wenn ich genügend finde. Klingt logisch. Bei so einer Art Puzzle, wenn man alle Teile hat, kann man rausfinden, was es zeigt. Die Kerze ist fast verbraucht, aber sie dürfte noch eine Weile brennen. Die Kerze... Okay. Aber mitnehmen darf ich sie trotzdem nicht. Schade. Ich werde Licht brauchen, wenn ich mich hier zurechtfinden will. Ja, du hättest gerade einfach die Kerze nehmen können. Ein Glück, dass ich dich nicht mehr herumschleppen muss. Mr. McKinnon hat dich mit Leichtigkeit gehoben. Oh, Koffer, mein einziger Freund, deswegen spreche ich dich an.
Ohne dieses seltsame örtliche Gesetz, wegen dem ich persönlich erscheinen muss, wäre ich wohl nie hierher gekommen. Ein Schaf unter Wölfen. Muss Sie leider über den Tod von John Gordon informieren. Stopp. Bitte kommen Sie nach Skahandu House. Stopp. Andrew Harrison, Anwalt. Stopp. Okay. Nein, wir waren noch nicht fertig. Dieser adrette, fröhliche, nüchterne Mann ist nicht der, an den ich mich aus Kindertagen erinnere. Ich brauche bald einen neuen Pass. Der hier füllt sich langsam. Ich kann kaum die Hand vor Augen sehen. Versuchen vielleicht jetzt nochmal die Kerze mitzunehmen. Die Kerze. Nee, ich darf sie wirklich nicht nehmen. Dann beugen wir uns den Willen aller und vor allem von Omi und legen uns ins Bett. Schlaflosigkeit, meine treue Freundin. Ob Andrew die Bibliothek schon verlassen hat? Oder auch nicht. Ich werde liegen. Ja, aber dann nimm doch die Kerze mit. Die Kerze ist fast verbraucht, aber sie dürfte noch eine Weile brennen. Ja, das hast du uns jetzt schon öfter gesagt, aber du willst sie ja einfach nicht mitnehmen. Haben wir denn ein Inventar? Inventar. Steinfigur, Brief. Hey, nein. Inventar, danke. Die Briefe. Okay, Tagebuch. Die Reise aus Indien war lang und beschwerlich. Ich ließ Mutter nur widerwillig zurück. Allein, Vaters Tod betrauernd. Ich war noch ein Kind, als er beschloss, dass wir nach Indien ziehen sollten. Laut seiner Aussage eine bessere Umgebung für uns. Dies war jedoch nicht der Fall. Obwohl ich immer einmal die angestammte Heimat des Gordon-Clans mit eigenen Augen sehen wollte, stellte mein Vater schnell klar, dass ein Haus nicht gleich ein Zuhause ist. Während Großmutter Margaret sich hauptsächlich um meine mögliche Erbschaft des Anwesens Gedanken zu machen scheint, interessiere ich mich eher für die Umstände des Todes meines Vaters. Obwohl er so viele Jahre lang kein Teil unserer Leben war, zugegeben, nicht seine einzige Untugend, fühle ich mich, als ob da ein Schatten wäre. Ein Schatten, der vieles, wenn nicht das meiste, verschleiert, was sich in seinen letzten Tagen und Wochen zugetragen hat. Er verbrachte den Großteil meiner Jugend auf Reisen, suchte nach Antworten. Seine alkoholgetränkte Melancholie war mit seinen zwei Obsessionen verbunden, die Geschichte der Familie Gordon und das Okkulte. Antworten auf mir unbekannte Fragen. Er vertraute weder Mutter noch mir vieles an. Dann kehrte er einfach nicht zurück. Ich befürchte, ich mache mir vielleicht wie so oft zu viele Gedanken. Wie meine Tutoren mir ohne Zweifel beipflichten würden, ist meine Neigung, Einbildungen mit der Realität zu vermischen, nicht hilfreich bei der Beantwortung der Fragen, die in diesem Haus auf mich warten. Okay. Mehr Seiten haben wir auch nicht. Questprotokoll. Erkunden Sie das Schloss? Ja, das versuchen wir gerade. Gut, scheinbar kommen wir hier jetzt gerade nicht ohne ein bisschen Nachdenken weiter. Und ich sehe auch schon, dass unsere Zeit für heute abgelaufen ist. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Drückt all die Knöpfchen, die sich drücken lassen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Tschüss.